Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch einen kleinen Rossmann-Haul. Ja, und ich werde euch jetzt zeigen, was ich mir Schönes bei Rossmann gekauft habe. Hier, meine Lieben, ist die Tasche. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar habe ich bei Rossmann die Taschentücher mit Wohlfühlduft. Das sind einmal diese hier. Die Verpackung finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also das sind einfach normale Taschentücher. Die habe ich immer sehr gerne bei mir im Badezimmer stehen, wenn sich mal einer die Nase putzen muss. Und ich finde das immer sehr praktisch in so eine Box. Ich finde auch die Box sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und sie gefällt mir ganz gut. Habe ich auch schon öfters mal nachgekauft. Ja, das sind einmal Taschentücher, Wohlfühlduft, 56 Tücher, dreilagig sind die. Ja, das sind die Alulette, heißen die. Und die finde ich richtig toll, meine Lieben. Dann habe ich mir mal gekauft, und zwar das habe ich mir jetzt das erste Mal gekauft und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Und zwar ist es von Isana, das ist das Kaltwachstreifen für Körper mit Aloe Vera. Traubenkernöl, 20 Kaltwachstreifen und 4 Pflegetücher für Beine und Körper. Habe ich mir bei Rossmann gekauft. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich wollte mal gucken, ob das besser ist, als wenn man sich die Beine rasiert. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich nehme das einfach mal mit. Wenn ihr vielleicht schon damit Erfahrung habt oder so, dann könnt ihr mir das ja ganz einfach mal unten in den Kommentaren schreiben. Würde mich mal so interessieren, was so eure Erfahrung ist mit diesen Kaltwachstreifen. Also das ist für mich echt Neuland jetzt. Dann habe ich natürlich von Isana Wasserspray mit Kokosduft. Erfrischt Gesicht und Körper, auch zu Make-up-Fixierung geeignet. Das ist einmal das hier. Das habe ich mir auch mitgenommen. Und zwar, es riecht richtig schön nach Kokos. Das muss ich echt sagen. Also muss man auch richtig schütteln. Und ich muss sagen, ich habe es schon ausprobiert, meine Lieben. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe das schon ausprobiert, dieses Produkt. Ich werde das jetzt hier auch nochmal ausprobieren mit euch zusammen. Also es riecht richtig, richtig toll. Das kann man sich schön hier drauf so sprühen. Also es muss man vorher schütteln. Und dann seht ihr schon, also es ist richtig toll. Es zieht schnell ein, muss ich sagen. Also es ist ganz toll, meine Lieben. Und der Kokosduft. Der ist richtig schön. Es riecht einmalig. Ich dachte, ich nehme es mal mit. Habe ich noch nie gehabt. Aber Kokos mag ich sowieso jetzt so in den Sommermonaten, wo wir Sonne haben, wo wir Sommer haben. Ist es richtig toll und es erfrischt auch, meine Lieben. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich habe es einfach mal in den Kühlschrank gestellt. Und wenn man das sich drauf sprüht und es ist so heiß draußen. Also das ist wirklich einmalig. Ich bin begeistert. Dann habe ich einmal Isana Kids Limited Edition 3 in 1 No Problema Shampoo, Dusche, Pflegespülung, kein Zippen und kein Tränen mehr. Das ist einmal das hier. Ich fand das schön für Kids mit dem Lama drauf und fand ich richtig toll. Es riecht auch sehr nach Himbeer. Also da kommt richtig so der Himbeerduft entgegen. Also ganz toll. Dann habe ich mir von Isana, ist auch limitierte Edition, Rasierschaum Crazy Katos mit Aloe Vera. Das ist von Rossmann. Habe ich mir vorsichtshalber mitgenommen, falls es mit den Streifen nicht funktioniert, dass ich dann wenigstens Rasierschaum hier habe, um meine Beine zu rasieren. Ja, und ich bin auch schon sehr gespannt, es auch mal auszuprobieren für eine sanfte Rasur. Ja, bin ich auch gespannt. Das ist ein schönes Design, die Flasche. Gefällt mir jetzt gut, gerade so Sommer. Da muss man auch was Sommerliches haben. Ja, Isana Rasierschaum Crazy Kaktus. Kaktus, so heißt es richtig, mit Aloe Vera. Dann habe ich einmal gekauft, das ist von Isana Deo Spray Kokos, exotisch, süßer Duft, ohne Aluminium, Limited Edition. Auch Kokos soll 24 Stunden halten. Ja, auch hier habe ich schon ausprobiert, meine Lieben. Ich habe es schon ausprobiert. Ich muss es gleich, wo ich es
gesehen habe und ich es gekauft habe, habe ich es ausprobiert, wenn ich so ganz ehrlich bin. Aber ich muss auch sagen, meine Lieben, es riecht richtig schön. Ich wasche mir mal unter die Arme. Also ganz, meine Lieben, ganz toll. Oh, das riecht richtig toll. Also Kokos, also das ist, glaube ich, jetzt im Sommer, glaube ich, richtig in. Kann das sein? Also richtig, richtig schön. Es riecht auch schön süßlich. Ja, ich muss mich einmal hier runterbücken. Und zwar habe ich von Isana Duschgel Wild Berries fruchtig erfrischen Wildbeeren treffen Wasser. Limitierte Edition. Das ist einmal das hier. Hat auch sehr gut gerochen. Die Brombeeren, die Himbeeren. Also ganz toll. Die ganzen Beeren riecht man richtig raus. Freue mich auch schon, das zu probieren. Jetzt gerade im Sommer muss man sowieso viel öfters duschen gehen. Baden weniger, duschen, das mache ich zurzeit mehr, ne? Also das braucht man auch. Also bei uns hier in Kiel, meine Lieben, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber hier bei uns in Kiel, das Wetter ist so heiß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, also wir haben heute Mittwoch. Und wir haben heute den 30. Mai und ich bin heute Morgen aufgestanden und wir hatten schon 25 Grad und wir haben es 8.20 Uhr gehabt, morgens, meine Lieben. Also ja, wir sind dann heute Mittag, sind wir auf 30 Grad gekommen. Das haben wir in letzter Zeit sehr viel hier, gerade hier so auf meinem Balkon. Ich habe hier auf meinem Balkon eine Uhr stehen und da haben wir es jetzt regulär 27 Grad noch. Und wir haben es jetzt 8.20 Uhr. Ja, und es sind doch immer noch 27 Grad. Also, aber hier freue ich mich schon, das wirklich auszuprobieren. Ja, ich werde mal die Tasche hier mal so ein bisschen hochheben, dass ich mich nicht so runterbücken muss. Und zwar habe ich mir auch was Neues mitgebracht. Das ist von Domol Geschirrreiniger Tabs. Unterstützt die Verringerung der Umweltbelastung von Eco in wasserlösliche Folie. Das ist neu. Hier sind 40 Tabs drin. Hier tue ich auch was für die Umwelt. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Nicht nur, weil sie jetzt für die Umwelt sind, weil sie halt auch neu sind. Und ich möchte einfach mal gucken, wie sie so, ja, mein Geschirr sauber bekommt. Also da bin ich echt mal gespannt. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach mal mit. Ich probiere es einfach mal aus. Für die Umwelt was zu tun, ist sowieso nicht falsch. Und daher schaue ich mal, was da so passiert, was da so kommt. Weil sonst hole ich immer von DM die Tabs. Und ja, jetzt hole ich mal von Rossmann. Und zwar noch neu. Und ja, bin ich mal ganz gespannt. Dann habe ich mir wieder mitgenommen die WC-Ente Frischsiegel Lavendel. Zwei Nachfüllpackungen habe ich mir gekauft und ich habe mir gedacht, naja, Lavendel nehme ich mal mit, werde ich mal ausprobieren, weil man möchte ja an der Toilette nicht immer dasselbe haben. Ich brauche auch mal einen anderen Duft und weil ich das noch nicht hatte, habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach mal mit. Dann habe ich mir noch von L'Oréal Paris, das ist das Glam Nude BB Cream Blemish Balm 5 in 1. Mittleren Hauttyp habe ich hier. Ich dachte, ich probiere das einfach mal aus und möchte einfach mal gucken, ja, wie das so ist. Ich benutze im Sommer sehr gerne BB's C-Creme. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Perfekt wirkende Haut und Ausstrahlung für ein natürliches, makelloses wirkenden Haut wie ungeschminkt. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Es soll sich auch den Hautton anpassen, weil da ja so eine Technologie drin ist. Ja, und daher werde ich das mal ausprobieren, ganz einfach mal. Mal schauen, wie das so ist. Ja, ich gucke mal hier so, ich mache mal so ein Tröpfchen hier so hin. Also so kommt das Produkt raus. Also es sieht erstmal so ganz weiß aus. Muss jetzt nicht irgendwie einen Schock bekommen, ne? Und ich werde es mal eincremen. Ich weiß natürlich nicht, wie es denn danach aussieht.
Ich hoffe, meine Lieben, das ist auch was für mich. Na, ja, mal schauen. Na, ich glaube, da muss ich auch ein bisschen Puder. Na, mal schauen, wie es bei mir im Gesicht aussieht. Na? Also so sieht es jetzt auf mein Handrücken aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und da bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt, meine Lieben. Ja, so sieht es aus. Was sagt ihr? Ihr könnt mir das ja auch mal in den Kommentaren unten schreiben, ob ihr die schon mal benutzt habt. Würde mich auch mal ganz brennend interessieren. Also auf mein Handrücken gefällt es mir jetzt irgendwie nicht. Mal schauen, werde ich gleich morgen früh mal ausprobieren. Dann habe ich mir auch noch was gekauft, und zwar eine Handseife. Und zwar von Dresner Essence, naturell, eine Hand wäscht die andere. Handseife Bio Orange Jutsu, Naturkosmetik mit Liebe gemacht. Flasche hat 100% Recycling. Ja, und zwar, das ist einmal das hier. Das ist eine Handseife. Und ja, ich habe mir gedacht, habe ich noch nicht gesehen, scheint auch neu zu sein. Weil ich kenne jetzt diese Handseifen von Dresner Essence nicht. Und daher habe ich mir gedacht, ich nehme das einfach mal mit. Ja, dann steht hier hinten drauf unser Versprechen. 100% qualifizierte Naturkosmetik, 100% vegan, 100% pflanzenbasierte Tenzident, 100% natürliche Duftstoffe, frei von tierischen Versuchen, gemäß nach EU-Gesetzgebung. Ja, das hört sich für mich natürlich schon sehr gut an. Das finde ich natürlich gut und ja, ich bin gespannt, meine Lieben. Ich muss mal riechen. Ui, es riecht auch sehr schön doch. Es riecht richtig so nach Orange, doch richtig toll. Ja, bin ich schon sehr gespannt, es zu benutzen, meine Lieben. Ja, dann habe ich hier noch drei Produkte. Und zwar sind das jetzt auch neue Produkte. Also ich habe viele Sachen genommen, die limitierte Edition sind, die neu sind. Und hier haben wir auch ein neues, und zwar von Vernelle. Das ist Parfümmomente, Aromatherapie, Sandelholz, Öl von Gardenie. Das ist einmal das hier. Darauf bin ich auch schon gespannt, es zu benutzen. Ich werde mal gucken, wie es riecht. Oh ja, es riecht sehr, sehr, sehr schön. Es riecht auch richtig nach Sandelholz und noch ein bisschen nach Vanille, würde ich so sagen. So ein blumiger Geruch. Aber es riecht gut und ich bin mal gespannt, wie sich das hier so auf meine Wäsche macht. Dann habe ich noch ein neues Produkt. Das ist aber ganz, ganz neu, was es im Moment bei Rossmann gibt. Es ist auch teuer. Aber ich habe gedacht, ich nehme es einfach mal mit, weil es neu ist. Und ich möchte es gerne mal ausprobieren. Und zwar habe ich dieses Comfort Intense Weichspüler Fossia Passion. Doppelte Ergebniskeit. Und zwar ist es einmal das hier. Das ist ein Weichspüler, der soll halten bis zu 60 Wäschen. Geringe Dosierung, 1,5 Kappe. Erleben die intensive, langanhaltende Frische. Zeit, ein neues Comfort Intense. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ultra konzentrierter Weichspüler, ultra konzentriert. Ja, da steht es auch auf eine andere Sprache. Intensiv, langanhaltende Frische, aufregender Duft sowie besonders kuschelig Weichheit. Das alles verpackt in einer kleinen Dosierung. Und ja, bin ich schon auch sehr drauf gespannt, meine Lieben. Mal so ein ganz anderer Weichspüler. Ich werde auch hier mal dran. Ui, der riecht auch richtig gut, aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, meine Lieben, na, was der riecht. Nee, das kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist so blumig. Auf jeden Fall so blumig, würde ich sagen. So süßlich blumig. Ach, so ein ganz anderer Geruch. Weiß ich nicht, das ist so nach, weiß nicht, so ganz komisch irgendwie. Mal schauen, wie sich das so auf meine Wäsche macht.
Es soll intensive, langanhaltende Frische sollte es geben. Und beim Tragen aus dem Kleiderschrank und aus dem Wäschetrommel. Da bin ich, guckt euch das an, da bin ich gespannt. Ja, und daher habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach mal mit, weil es neu ist. Einfach mal neue Produkte, meine Lieben, auszuprobieren. Und nicht, dass ich immer komme mit meinem Lenore und meinem Persil, ne? Da braucht man ab und zu auch was Neues. Ja, hier habe ich auch nochmal was mitgenommen, was neu ist. Was ich mir jetzt das erste Mal gekauft habe. Extra stark gegen Flecken, weißer Riese, Colorgel, Aromatherapie, Blütenexzenz, malaysische Orchidee und Sandelholz. Auch hier ist Sandelholz drin. Scheint auch neu zu sein. Also es steht jetzt nicht drauf, dass es neu ist. Ich glaube, die Verpackung ist auf jeden Fall neu. Und auch Aromatherapie, das ist auch auf jeden Fall neu mit Blütenexzenz. Also das habe ich noch nie gesehen. 20 bis 60 Grad kann man hier mit waschen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also mit flüssiges Waschgel komme ich besser klar, als wie irgendwelche Pops oder Caps oder wie sie alle heißen. Nee, das ist schon in Ordnung. Das ist also auch meins. Die Flasche ist zwar ein bisschen klein, die wird ruckizucki bei uns natürlich weg sein, aber ich probiere es einfach aus. Es war auch teuer, war's. Ich werde euch hinterher in der Infobox unten die Preise hinschreiben. Und dann könnt ihr da auch nachgucken. Das war auch teuer. Das riecht aber... Das riecht... Also gut riechen, meine Lieben, tut schon mal. Ich hoffe, wenn man die Wäsche rausholt, dass es auch so ist. Das werden wir schauen. Wenn ihr möchtet, dass ich euch ein Feedback hiervon zurückgebe, wie die Produkte so waren, dann schreibt es mir einfach unten in den Kommentaren rein, dann werde ich das auch natürlich machen. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne mal und sage euch, wie alle diese Produkte für mich so waren, wie sie gerochen haben, wo sie aus der Wäsche gekommen sind. Schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Und dann könnt ihr da nachschauen, meine Lieben. Ja, meine Lieben, das war mein kleiner Rossmann-Haul. Und ich möchte mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken fürs Einschalten, fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss alle zusammen.